Während ihrer Untersuchung im Rogetsu Hall trafen Misaki auf ein schwarz gekleidetes Mädchen, von dem sie vorher geträumt hatte. Komm zurück nach Rogetsu Island. Misaki möchte mehr über ihre Verbindung zu dem Mädchen herausfinden. Geleitet von dem Abbild des Mädchens erreicht Misaki einen Raum. Vor 10 Jahren war dies Madokas Krankenzimmer. Sie wusste, dass all die entführten Mädchen in dem Krankenhaus eingeliefert waren oder es immer wieder regelmäßig besuchten. Sie wurden alle gegen eine schlimme Krankheit behandelt, das Mondsyndrom. Von ihren Erinnerungen geleitet, bemerkt sie nicht, dass Madoka und sie sich trennten. Madoka? Wo ist Madoka? Das maskierte Pärchen. Ha! Ich wusste die Übersetzung. Ich muss Madoka finden. Die ist nicht mehr, Misaki. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Project Zero 4. Diesmal mit Anhang und doch, man hätte es gehört. Das Handy nimmt alles auf. Ich kann hier ganz leise reden und er nimmt das auf. Wieso auch? So, als allererstes holen wir uns den Mirror Stone, weil wir haben noch keinen mit ihr. Dass ich bis hierhin schon mit ihr überlebt habe, ist ein Wunder. Ein blauer Kristall. Können uns unsere Kamera eigentlich endlich mal aufbessern? Das haben wir hier noch gar nicht getan, oder? Wenig. Wir haben nur den Reload gemacht. Die Kapazität ist auch noch nicht. Aber ihre Kamera ist eigentlich nicht so wichtig. Warum, sage ich später. Ihre Kamera ist nicht ganz so wichtig wie die der anderen. Und was ich machen wollte, ich schinde jetzt ein bisschen Zeit, ja? Unsere Fotos. Oh, 61 haben wir schon. Oh. Fotos für die geschafft. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, ich zeige sie nur eben einmal ganz schnell. Ein paar Fotos von den 233 kann man nicht bekommen, weil uns dafür ein ganz spezieller Patch fehlt, womit wir eine ganz spezielle Linse kriegen, die du ohne den Patch nicht kriegst. Ich meine, wir haben es ja schon gepatcht, dass es auf Englisch ist, weil dieses Spiel existiert eigentlich nicht auf Englisch. Das gibt's nur auf Japanisch, weil die Japaner es nie außerhalb von Japan rausgebracht haben. Wegen Zwischenfällen oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde es abgesagt. Wegen weiß Gott was. Und dann hat sich eine Gruppe zusammengeschlossen und hat entschieden, es zu übersetzen. Der Patch existiert allerdings jetzt nicht mehr. Also wenn meine Wii ruiniert ist, dann... Ich hab den Patch noch, also wenn ich mir wieder eine Wii besorge, ist das nicht tragisch. Aber es wird ruiniert sein. Nö, das ist ja so alt schon. Ich meine, 12 Jahre. Die jetzt alt. Wir haben die damals bekommen, als die Wii gerade neu war. Und so alt ist auch das Spiel. Für die Anfänge der Wii ist das schon ein gutes Spiel. Und gleichzeitig mit den Upsala Anfängen der Wii rauskam. Ne, ist das falsche Bild. Ich dachte schon, das Foto, was ich im letzten Kapitel von Shoshiro versucht habe hinzukriegen, dachte ich gerade, dass das sei. Aber ist es nicht. Das Foto im OP. Hallo. Könnt ihr euch alle benennen, ich mach's aber nicht. Und
damit muss ich noch aufräumen. Es gibt nämlich zwei. Ich hab mich verlesen. Da steht Bild und ich habe Bully gelesen. Also dass er gemobbt wurde. Da steht Bild. Es gibt nämlich zwei Halbarer. Direktor Halbarer und den anderen Halbarer. Wen Shoshiro letztendlich verfolgt, das kommt später noch. Obwohl, wir haben es schon gesehen. Den anderen Halbarer. Was damit auf sich hat, das werden wir noch in Shoshiros Notizen in seinem nächsten Kapitel vorlesen. Warum es zwei gibt. Wer das nicht schon kennt, natürlich. Na komm, irgendwann muss es doch das gewesen sein. Verstehst du die Reihenfolge der Fotos immer noch nicht, aber man muss es ja nicht verstehen. Jetzt kommt ganz viel, was wir noch nicht haben. Aber vieles werden wir davon auch noch kriegen. Mir fehlen ja auch noch ein paar Fotos, die man so hinkriegt. Auf meinem anderen Spielstand habe ich 227? Habe ich da? Es gibt nur 233 und 6 Fotos kriegst du nicht hin, ohne die Festivallinse. Ja. Ja, passt genau. Die letzten 3 können wir nämlich nicht kriegen. Hallo, das war beim allerersten Kampf. Zweiten Kampf, nicht allerersten. Allererste war gegen ein anderer. Nämlich gegen sie. Und sie ist auch die erste Blühende, die ihr hingekriegt. Was es mit dem Blühen auf sich hat, haben wir ja jetzt schon mehrfach gelesen. Der kleine Kleptoman. Die, die ich nie auseinanderhalten kann. Ich nenne sie immer ganz liebevoll M&M. Madoka kennt jeder. Madoka blühen. Ayako haben wir noch nicht. Aber da sieht man endlich mal die Augen. Geilen Augen, die ich meinte. Und das ist der andere Doktor, der so aggressiv war. Ja, vor allem ich spiele auf normal. Und der ist total aggressiv bei mir. Die Dame, die sich leider aufgehangen hat. So, und da sind wir fertig. 27 Puppen haben wir schon. Wow. Ich wollte gerade fragen, warum leuchtet es denn hier? Ach ja. So, Ayakos Memo. Notiz, Entschuldigung. Diese Krankenschwester kam heute wieder, um mir zu sagen, dass ich zu laut bin. Als ich einen kleinen Schnitt machte und die Schere zurückzog, heulte sie schrecklich auf. Ich hasse ihr hässliches Inneres. Die Dinge, die ich mag, sind viel schöner. Zerquetschte Insekten, zergerissene Hände, feuchtes rotes Fleisch. Der laute Schrei, bevor es ganz still wird. Diese schönen Dinge werden bald verschwinden. Jeder sammelt Dinge, von denen er glaubt, sie seien hübsch. Der Arzt sagte mir, Dinge zu sammeln, die ich mag, würde mir bei meiner Krankheit helfen. Also sammle ich schöne Dinge. Sammle immer mehr. Wenn ich diese Dinge nicht sammle, mein Innerstes. Der Rest des Briefes ist abgerissen. Ja, sie ist genauso krank wie die anderen. Und noch viel kranker mit ihrer Art. Stopp.
Die Tür wird von einer Macht zurückgehalten. Zugehalten. Hallo, ich darf deinen Namen noch nicht sagen, weil wir dich offiziell noch nicht kennen. Jetzt, ist da irgendetwas? Ja, vielleicht auch nicht. Man sieht die kleine Tür ja offensichtlich nicht. Wer hat das überhaupt einbauen lassen? So ein Schrott. Da hätte man locker noch ein Zimmer draus machen können. Aber stattdessen muss man so ein geheimes Zimmer draus machen. Man versteht es zwar nicht, aber... Da ist eine Notiz. Was ist passiert? Wer war dieser Mann da draußen? Sein Gesicht war durcheinander. Hilf mir! Jo. Draußen ist es so laut. Das Gesicht sieht aus wie ein zerschlagenes Ei. Wie ein zerquetschter Schmetterling. Ich hab mich verlesen. Wie ein geöffneter Körper. So ein Durcheinander in diesem Gesicht. Nachdem ich in dieses Gesicht sah, wurde es in meinem Kopf so laut. Bis ich ganz durcheinander werde. Warte ich hier. Warten. 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 Ja, sie wartet auf den Bus. Ich hasse es, solche Sachen vorzulesen. Weil es da ja sein muss. Wenigstens werden sie nicht vorgelesen, stell mal vor, das würde in dem Spiel vorgelesen werden. Ich glaube, dann müsste man sich ziemlich einkriegen. Die Tür ist verschlossen von einer starken Macht. Ja, das habe ich bei Ruka schon versucht, hier ein Foto zu machen. Weil ich immer vergesse, dass es bei Misaki ist und nicht bei Ruka. Wenn Misaki ja den sechsten Sinn hat und nicht Ruka. Die Puppe kennen wir doch. Umdrehen. Ja, habe ich schon mit Ruka gemobbt, daher weiß ich das. Wer aufgepasst hat, weiß es. Die Puppe hier haben wir schon fotografiert. Das ist die Puppe auf dem Bild. Ein verrosteter Schlüssel wurde auf dem Schoß der Puppe gelegt. Das ist unlogisch. So, wo das ist, wissen wir. Das ist nur ein Zimmer weiter. Dankeschön. Habe ich mich vor der Hand erschrocken? Ach, genau, das wollte ich nicht. Meine Hände schwitzen jetzt schon. Vorhin war mir kalt, jetzt ist mir warm. Meine Heizung ist immer noch an. Der letzte Kampf gegen sie. Gegen die kleine blöde Bratze. Felix! So süß, wenn du das machst. Schade, dass man dabei einen Fettelshot hinkriegt. Das war total nett. Und ich fuck's, verdammt. Ayako? Ich weiß. Ayako. Ayako. Nein. Hui. Aus. Hi, Kleine. Nicht im Bett verschwinden. Danke, jetzt krieg ich kein ordentliches Foto mehr von dir hin. Okay, jetzt hat's gereicht. Ich bin ein Fotograf und möchte nette Bilder von euch machen. Ja, es hat dich so geschockt, dieses Kind. Kann ich verstehen. So, können wir jetzt die Tür öffnen? Ich habe den rostigen Schlüssel verwendet. Oh mein Gott.
So. Die Tür zu? Nein, noch nicht. Jetzt aber. Hierfür nämlich. Und es muss hier sein, das weiß ich. Ich darf den Namen der Person jetzt nicht sagen. Im Stream. Die war genau an dieser Stelle und suchte das, wie blöd. Und ich habe im Chat, weil ich ja auswendig weiß, wo es ist, im Chat dann drunter geschrieben. Na, der Box. Ich habe dieses Spiel ja schon tausendmal durch. Von daher. Eine nächste Linse! Die werden wir gleich equippen mal. Nein, ich will keinen anderen Film, danke. Die ist zwar nicht besonders gut, das macht aber nichts. Es wird reichen für uns. Eine Filmrolle. Und ein Bild. Auf dem Foto starren mehrere Personen auf ein Bildschirm. Ist wahrscheinlich der Projektor im Speisesaal. Muss ständig überlegen, was Dining Room auf Deutsch heißt. Ständig. Bitte? Ja, ich habe jetzt von dir Badezimmer. Vergessen Kagura. Archiviertes Vergessen Kagura Video. Ich habe viele Ausschnitte zu diesem Film zusammengestellt, gesehen. Wenn wir nicht vorsichtig sind, bekommt das jemand mit und was dabei rauskäme, gäbe nur Probleme. Ich gab ihn Ayako und sie fand es anscheinend amüsant. Aber ich muss Vorkehrungen treffen, dies zu verwerfen, wenn sie den nicht mehr will. Ja, wenn die Kleine es nicht mehr möchte, dann möchte sie es nicht mehr. Und wenn Kinder was nicht möchten, wissen wir, was passiert. Das nächste Dokument ist ein langes. Da ist noch ein Leuchti und eine Puppi. Ich sehe dich. Hast du nur was, diese Puppe zu fotografieren? Ja, sie guckt natürlich nicht. Doch, sie guckt in meine Richtung. Ich sehe nie, wie rum sie da sitzt. The Cure, Curse of the Cure. The Cure, ja. So, Leuchti, wo bist du? Oh nein, ist das das lange Dokument? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, natürlich. Ich hasse das. Schwarzes Notizbuch 2. Ich fragte Ayako über die Mädchen aus, deren Unterlagen ich schickte. Von allen Mädchen aus den Unterlagen, die sie kannte, mochte Ayako Madoka am meisten. Ein Spielzeug mit einer hübschen Farbe im Inneren, hatte sie gesagt. Das Mädchen namens Ruka ist fast gebrochen, aber sie scheint, als wäre es kein permanenter, es scheint, als sei es kein permanenter Schaden. Wegen ihrer hohen Sensibilität zur Musik, nachdem so viel ausprobiert wurde, ist es nicht zu spät. Die Mondmelodie. Bin in der Zeile verrutscht, einen Moment. Ja, die Mondmelodie, die seit langem als verschollen gilt, existiert immer noch auf der Insel. Was würde wohl passieren, wenn ich diese sie hören ließe? Es ist unumständlich, die alten Musiknoten in das Moderne umzuschreiben. Aber es wird ein Anfang sein, um die wichtigsten musikalischen Strophen zu erstellen. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ayako sagt, dass sie Misaki, die mit dem scharfen sechsten Sinn, nicht leiden kann, weil Ayako nicht versteht, wie sie was wissen kann. Das Mädchen ganz in Schwarz, das immer bei ihr ist, mag sie ebenfalls nicht. Ayako hasst sie dafür, dass sie stören, wenn sie mit ihren Spielzeugen spielt. So scheint es.
Wie auch immer, Misaki und meine Schwester haben die gleichen psychischen Fähigkeiten. Diese Mädchen, ihre Köpfe. Ihr Körper. Es scheint nützlich zu sein. Du weißt, was ich gelesen habe. Ich habe ihre Köpfe gelesen.